Wenn ich euch sage, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll zu erzählen, dann meine ich das. Seit ich in Korea bin, passieren hier echt wilde Dinge. So wild, dass man es kaum glauben kann, so wild, dass man es aufnehmen muss. Heute war so ein Tag. Kurze Vorgeschichte, meine Kreditkarte wurde gesperrt, alle drei. Und seit einer Woche lebe ich von 7 Euro. Oder Nalin und Selina. Heute laufen wir ganz gemütlich zum Convenience Store, wollten uns Soju holen, es war wunderschönes Wetter. Und ich wollte natürlich feiern, dass meine Karte seit gestern wieder entsperrt ist. Ich laufe zur ATM-Maschine, mache noch einen Triple Backflip mit meiner Karte. Selina so, Kind, hör auf hier rumzufuchteln. Reißt mir die Karte aus der Hand, lässt sie fallen und sie fällt in den Schlitz. Gut, es hätte auch schlimmer sein können, zum Beispiel ein Gulli. Ich fand es erst ganz lustig, auch der Sonnenuntergang dabei war traumhaft schön. Und irgendwann habe ich so ein bisschen die Fassung verloren. So, die einzige Lösung war, den Boden aufzureißen. So, wenn noch irgendein Laden offen hat und ich einen Schraubenzieher finde, kann ich vielleicht noch den Boden aufbrechen. Schraubenzieher gefunden und direkt reingekauft. Das muss halt passieren, denn meine Kreditkarte wurde letztens gesperrt, nur damit sie entsperrt wird und eine Schlitz runterfällt. Nee, du musst noch ein bisschen. Ah, warte. Oh, Success! Oh mein Gott! Das geschafft, dann mussten wir die Holzplatte erstmal wieder draufschrauben. Und das ohne einen Akkuschrauber ist schon eine Mission. Ganz plötzlich kommt ein letzter Herr vorbei und fragt uns, was unser Problem ist. Wir so... Nee. Er dreht eine Runde mit seinem Fahrrad und kommt mit einem Akkuschrauber wieder. Ich sag euch, ich habe schon alles gesehen. Eine neue Karte bestellen, blaue Sterne, dieser Ajushi. Einfach mein Held. Werde ich ihn jemals vergessen? Nein. Darauf erstmal Soju. Ey, nice King. Ach, hat Spaß gemacht. Ich fand's ganz lustig. An wie viele Leute muss ich mich schon, seitdem ich hier bin, erinnern? Viele. Was soll ich sagen? Wir sind einfach gesegnet. Auf meine Kreditkarte.